Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem Video, das in der Form schon ein paar Mal bei mir hochgeladen wurde. Es geht um Cheater. Wie ist die Wahrnehmung dieser, also von den Legends, wie nehmen wir die Cheater wahr und warum ist es eigentlich so, so wie es auch im Titel steht, dass es scheinbar Spieler gibt, bei denen fast nie Cheater vorhanden sind. Ich will es nicht nie sagen, weil es zu extrem wäre. Und es gibt wiederum User oder Spieler, bei denen wohl fast immer, um nicht nur immer zu sagen, Cheater in den Spielen sind. Wie kann dieser Riesenunterschied geschehen? Fast nie, fast immer. Ich habe dazu auch wieder neue Bilder bzw. Insights für euch, wie zum Beispiel hier diese ersten drei, die das finde ich ziemlich gut unterstreichen. Einmal von meinem aktuellsten Video in der Hinsicht, und zwar zu diesem Video, als Aimware oder ein Teil von Aimware gebannt wurde. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was das war. Zwei Kommentare, die für mich einfach wieder genau diese Denke perfekt unterstreichen. Einmal haben wir den Kommentar, bleibt trotzdem unspielbar. Und sicherlich noch einige, die in die Richtung gehen. Dann haben wir aber auch noch den Kommentar, jetzt verstehe ich, warum es heute Morgen so gut lief. In anderen Videos von mir, die in die Richtung gehen, sind ähnliche Unterschiede zu erkennen. Manch einer sagt, bei mir ist eigentlich gar nichts. Ich weiß gar nicht, warum die Cheater-Problematik überhaupt vorhanden ist. Ich kann spielen und da ist nichts. Oder halt fast nichts. Und direkt auf der anderen Seite kommen die Leute rum, aber in Zahlen auf jeden Fall mehr, die sagen, es ist alles voll. Ich kann kein Spiel machen, ich kann nicht aus dem Haus gehen, ohne auf einen Cheater zu treffen. Ich nehme an, die meisten wissen schon, worauf ich hinaus will. Dieser Riesenunterschied von fast nie zu fast immer ist auf die Wahrnehmung zurückzuführen. Wie wir Cheater überhaupt wahrnehmen. Dazu ein drittes Bild, gerade jetzt vom Freitag. Wir haben am Ende noch einen Mixed Game, glaube ich, gespielt und wurden hier von den Gegnern während des Spiels mehrfach beleidigt. Am Ende meinte Sneasel, guck mal, sie haben jetzt schon wieder Report geschrieben. Da habe ich ihn gebeten, dass er das schon upscreenen kann, weil ich den Chat aus habe. Also ich kann nicht sehen, was die Gegner schreiben, schon seit Jahren. Hat übrigens exakt mit diesem Thema zu tun, berichte ich gleich noch. Auf jeden Fall habe ich den Chat aus. Er meinte, hey, die haben das schon wieder geschrieben. Und da habe ich gesagt, boah, mach mir bitte noch schnell einen Screenshot, das brauche ich für ein Video. Report Docs schreibt er jetzt hier am Ende nochmal. Während des Spiels ist es diverse Male wohl auch geschehen, dass sie gesagt haben, wir hätten halt an, oder vielmehr ein paar von uns hätten an, wahrscheinlich Sneasel, weil der reingebrezelt hat ohne Ende. Die Gegner waren sicherlich auch unter seiner Elo, weswegen das für ihn so einfach war, da durchzurennen. Alleine diese eine Report oder diese Reports von den Gegnern, diese Wahrnehmung von den Gegnern, dass wir angehabt hätten oder ein Teil von uns, ist in dem Fall ja schon komplett falsch. Also diese fünf Leute im schlimmsten Fall waren sich sicher, dass sie gegen Cheater gespielt haben, obwohl sie gegen Legends gespielt haben, die halt in dem Fall einfach besser waren. Somit haben wir nur an diesem Freitag direkt detected, schon mal im schlimmsten Fall fünf Leute, die aus dem Spiel rausgehen, auf Twitter gehen und sagen, es ist unspielbar. Dabei waren sie halt einfach schlechter und haben deswegen auf die Nase bekommen. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, wie oft ich selbst schon reported wurde auf meinen einzelnen Accounts in den Profilen. Ist natürlich immer mal wieder drin. Gerade wenn ich mit denen halt in den Low- oder Mid-Games mitspiele, wo die Gegner ab und an auch unter meiner Elo sind und man dann halt so ein bisschen reinbrezelt. Oder wenn man einfach einen guten Tag hat, das kennt jeder. Dann drückt man auf einmal wie ein Verrückter und schon kommen die Anschuldigungen gegen den Legit, der einfach nur vor sich hin dödelt, aber angeblich reinschiedet. Und das Witzigste ist, wir hatten exakt an demselben Tag, an dem Freitagstream, ein Viewer-Game oder ein paar Viewer-Games weiter vorne auch ein Spiel, da haben eineinhalb, zwei Leute von uns gemeint, dass die Gegner anhaben. Mit extrem hoher Sicherheit hatten die an, haben sie gesagt. Das war ziemlich am Anfang des Spiels. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber ich nehme an, wenn ihr jetzt zuguckt, dann wisst ihr ja, wen ich meine. Es ist auf gar keinen Fall böse gemeint, wirklich nicht. Einer hat eben angefangen, na ja klar, und oh, wie konnte der das wissen und hin und her. Und der zweite ist dann da gerne mit reingegangen. Beide sind bei uns aber auch dafür bekannt, dass sie gerne mal halt Cheater callen, wo mit Torwahrscheinlichkeit gar keine sind. Wir wurden dominiert und haben dann aber ziemlich fett zurückgeschlagen und haben dann zurückdominiert. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir gewonnen haben, aber wir haben auf jeden Fall die Verlängerung gemacht und haben wirklich, wirklich reingepresst. Und man hat gemerkt, ab dem Punkt, als ich dann wirklich eben einmal, ich habe kein Donnerwetter losgelassen, auf gar keinen Fall, aber ich habe gesagt, hey Jungs, ich bin mir sicher, der Grund, warum wir gerade verlieren, ist, weil wir nicht treffen. Also ich für meinen Teil konnte das zumindest sagen. Ich habe vor mir einen Feind, schieße, treffe nicht und dann killt er mich halt, weil ich ihn davor nicht getroffen habe. Ich war im Vorteil, aber treffe nicht. Natürlich ist es das Einfachste von der Welt. Wenn du die Gegner nicht killst, dann killt er halt dich und das war's. Ich hatte das doch kurz ein Stück ausgeführt, glaube ich, und gesagt, hätte ich ihn dann und dann gekillt am Anfang, als ich ihn hätte killen können, dann hätte er euch nicht alle gefrackt am Ende oder die letzten zwei, die im Klatsch waren oder wie auch immer. Und dann hat eine Raffung stattgefunden. Man hat gemerkt, wir haben dann einfach alle mehr reingepresst und dann ging's. Dann haben wir die Overtime gespielt und ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, ob wir gewonnen haben. Aber am Ende habe ich dann nochmal so gefragt, und haben die jetzt wirklich angehabt? Und dann hieß es halt, naja, am Anfang waren die halt so fishy. Nach dem Spiel haben wir noch kurz eine Runde geschnackt und da kamen dann auch zwei Sachen zum Vorschein oder wurden ausgesprochen, die ich auch sehr beschreibend finde zu dem Thema. Und zwar einmal hieß es,
ja, solange WAG aber noch nicht richtig funktioniert, weiß ich es ja nicht. Oder da kann ja jeder dann machen, wie er will. Und auf meine spezielle Nachfrage, warum die den anhatten oder warum geglaubt wurde, dass sie anhaben, hieß es, naja, ich kann es ja nicht mit Sicherheit sagen, dass sie nicht anhatten. Und das beschreibt, wie ich finde, perfekt diese extrem verschobene Wahrnehmung von Cheatern. Es geht so weit, dass die Leute sagen, da ich mir nicht sicher sein kann, dass sie nicht anhaben, weil ich ja nicht bei ihnen am PC sitze und nicht weiß, was sie machen, gehe ich einfach davon aus, dass sie anhaben. Und genauso könnte man ja theoretisch auch in die andere Richtung denken. Weil ich mir nicht sicher sein kann, dass die wirklich anhatten, gehe ich einfach mal davon aus, dass sie besser waren als ich. Und ich möchte hier in dem Video auch darüber sprechen, warum Letzteres viel, viel besser ist, also Letztere Denke viel besser ist als die Erste. Weil die Erste nämlich auch einfach schädlich für einen selbst ist und einen auch zurückhält. Doch zuallererst will ich ganz kurz zurückfahren zu dem Punkt, als ich vorhin gesagt habe, hey, ich habe schon seit Jahren den Chat aus. Ich kann nicht sehen, was andere schreiben, weil mich das früher verrückt gemacht hat. Und dieser Punkt war tatsächlich auch auf Cheater gemünzt, beziehungsweise auf den Umstand, dass ich damals sehr oft im Wingman Cheater gecallt wurde. Ich habe damals sehr, sehr viel CSGO gespielt, weil ich einmal, ich glaube 150 oder 250 Wins gebraucht habe, damit ich Overwatchen kann. In Go war das halt damals eine Voraussetzung. Und ich wollte unbedingt, oder wir wollten unbedingt, den Global im Wingman haben, mein Mate und ich. Und dafür haben wir halt jeden Tag oder vielmehr jeden Abend, jede Nacht reingeballert, Matchmaking gespielt, wobei das halt immer ein bisschen schwierig war, weil du halt drei Randoms hast, und Wingman gespielt. Und wenn man das halt Wochen oder Monate lang macht, dann ist man vor allem im Wingman, das ist ja alles ein bisschen komprimierter, kleiner, ist man halt irgendwann auf den Maps, die man die ganze Zeit spielt, gar nicht so schlecht. Und wir haben ganz viel Lake gespielt und wir haben eben diese Map in- und auswendig gekannt. Wir wussten, wie die Zeiten sind, wenn jemand durchrennt, wann er wo ist. Und haben dann eben auch sehr, sehr viel durch die Wände geschossen. Oder perfekt abgefangen, gutes Crosshair-Placement gab, weil wir halt einfach wussten, wann sie wo kommen können. Und ja, wo sie überhaupt am liebsten stehen, die Leute. Ne? Wenn du halt dann da einfach mal 100, 150 Spiele gemacht hast auf dieser einen Map, dann bist du halt irgendwann nicht schlechter drin. Irgendwann haben sich die Cheater-Verdächte dann gehäuft. Und zwar so sehr, dass die Gegner den Report-Link, nee, kein Link, aber so eine Nachricht bekommen zu dem Report, den sie eben ausgestellt haben auf mich, den haben sie dann immer wieder in den Chat reingespammt. Und das ist nicht einmal passiert, sondern ab einem gewissen Punkt irgendwie ständig. Gerade auf Lake, weil wir Lake halt perfekt konnten. Und das Ganze ging so weit, dass ich meinen Playstyle verändert habe, weil ich Sorge hatte. Ich habe dann versucht, normale Kills zu machen und habe dann nicht mehr durch die Wände geschossen zum Beispiel, obwohl ich genau wusste, wo er steht, weil er rumgelaufen ist. Ich habe auch nicht mehr geguckt, dass ich irgendwelche Angle perfekt up-aim, wo ich halt wusste, 8 von 10 Spieler kommen immer nach X Zeit genau da hoch, boop, Headshot. Das alles habe ich dann nicht mehr gemacht, bis dann auch mein Mate gemeint hat, sag mal, was ist denn los, ne? Warum spielst du nicht mehr richtig? Das heißt, ich habe das so arg in mich reingefressen, dass ich Sorge hatte, dass ich gebannt werde. Und darum habe ich damals schon, das ist mittlerweile wahrscheinlich 6, 7 Jahre her, gesagt, hey, ich mache einfach den Chat aus, dann sehe ich nicht, was die schreiben und dann geht mir das nicht so in den Kopf rein, dann kann ich auch wieder normal spielen. Und darum habe ich den Spielchat zumindest von der Gegnerseite eben aus, weil mich das damals so genervt hat, ständig Cheater gecallt zu werden. Das war natürlich nicht nur auf Lake, sondern auch auf anderen Maps, die wir halt gut spielen konnten. Wir waren auf 3, 4, 5 Maps ständig und da bist du halt dann irgendwann gut drauf. Natürlich wirst du trotzdem auch öfter mal besiegt, aber die meiste Zeit oder den Großteil davon haben wir eben dann gewinnen können und ja, waren halt nicht schlecht auf den Maps. Hier in diesem Beispiel kann man ja schon mal auch mitzählen, dass jeder einzelne von diesen Dödeln, und das waren mitunter immer beide, die halt gemeint haben, ja, ihr habt an, du hast an und hin und her, jeder einzelne von denen lag jedes Mal falsch. Das heißt, diese ganzen User gehen aus dem Spiel raus und sagen, es ist unspielbar und machen aus und spielen dann, was weiß ich, Minecraft. Und jeder davon lag einfach zu 100% falsch. Es ist nur hier drin. Und natürlich sind diese Cheater-Calls nicht nur auf Wingman limitiert gewesen. Auch im Matchmaking hat man eben mal gute Runden und wurde halt eben beleidigt. Das kennen sicherlich auch die meisten von uns. Ich nehme an, dass jeder, der dieses Video schaut, der zumindest schon eine Weile Counter-Strike spielt, irgendwann schon mal als Cheater bezeichnet wurde, obwohl er nicht anhat. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, warum mich das interessiert, was sie selbst von den Spielern, gegen die sie spielen, denken. Ist ja eigentlich, mir kann es ja eigentlich egal sein. Ich finde es wichtig, natürlich A, für unsere Viewer-Games, weil ich halt ständig mit Zuschauern spiele, aber eben auch für euch, finde ich es wichtig oder fände ich es wichtig, wenn man an dem Punkt über Folgendes nachdenkt. Was heißt es für mich, wenn ich einen Cheater call? Und ich meine jetzt nicht wirklich offensichtliche Cheater, die, was weiß ich, mit Noclip durch die Map fliegen und dann Raketenwerfer sich gesnackt haben oder irgendwas. Ich meine diese Standardsachen. Man geht irgendwo rein, bekommt einen Headshot und macht dann, naja, klar. Ich habe doch nicht mal die Demo in dem Fall gesehen. Ich gehe halt einfach rein und werde durch eine Smoke lucky weggeholt oder so. Und schon gibt es manche, die dann in dem Fall Cheater callen. Sofort, bap, ja dann, ganz klar.
Die ganze Sache hat folgenden Nachteil. Cheater-Callen ist ähnlich wie, auch das, was ich gerade kurz gesagt habe, guck mal, mir ist sogar rausgerutscht, Lucky, ähnlich wie auch zu sagen, oh, die haben einfach nur Glück. Das war übrigens früher das war meine Top-Ausrede schlechthin. Ah, der hat nur Luck gehabt. Ah, Drecksack, der. Ich habe ihn nicht gekillt und er konnte mich nur killen, weil ich ihn nicht gekillt habe. Und deswegen hat er einfach schweinisches Glück gehabt und kein Skill oder irgendwas. Dieser Punkt, die haben Luck gehabt oder eben die haben an, ist eine Ausrede, die mich dann schlechter spielen lässt. Weil gerade bei Cheats, wenn ich einen Cheater calle, dann gebe ich ja theoretisch in-game auch ein bisschen auf. Weil was soll ich gegen einen Cheater schon anfangen? Na klar, sagen jetzt manche, ja, du kannst aber auch gegen einen Cheater gewinnen. Ja, kann man sicherlich auch irgendwie. Aber sobald jemand gerade in den niedrigeren Elo-Bereichen sagt, oh, da hat jemand an bei den Gegnern, kommt das eigentlich eine Aufgabe gleich. Also natürlich spielt man dann noch weiter, vor allem wenn man bei mir in den Viewer-Games ist, sage ich, komm auf, stell dich nicht so an, wir gehen rein und machen einfach weiter. Siehe eben jetzt auch am Freitag das Spiel, das war, glaube ich, ein Mixed-Game. Man vermindert durch diesen Call seine eigene Leistung und natürlich auch gleichzeitig halt den Spaß. Ich meine, am Ende ist es ein Spiel, bla bla bla. Elo hin oder her, man spielt ein Spiel, um eigentlich eine gute Zeit zu haben. Vor allem, wenn man zusammenspielt. Das ist ja ein Spiel mit Geselligkeit. Ich spiele ja mit 4 anderen. Und ich will eigentlich, dass jeder davon eine möglichst gute Zeit hat. Sobald aber einer sagt, da hat einer an, wird zumindest für diese eine Person der Spaß ordentlich runtergedreht und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch, je nachdem wie leichtgläubig oder eben einfach anfällig die anderen Spieler dafür sind, bei den anderen auch. Das heißt, du hast von Punkt, okay, mal gucken, wie das Spiel so läuft, oh, wir gewinnen, verlieren, bla bla bla, wow, gute Runde, schlechte Runde, hin und her, hast du dieses, die haben an. Pff, man kackt also seine eigene Stimmung weg und tritt gleichzeitig wahrscheinlich noch in die Stimmung des Teams einfach mit rein. Das Schlimmste dabei ist, wenn es eben um Runden geht, und das, sag ich, ist der Großteil, zumindest bei uns in den Streams, in denen gar keine Cheater da sind, also in denen es um Legits geht. Ich trete einfach und sage, da ist was, was gar nicht da ist, verkackt die Stimmung von mir selbst und von den anderen, für nichts und wieder nichts. Einfach so. Das ist aus der Sicht des Teams gesehen einfach schon blöd. Aber macht natürlich auch was mit deinem eigenen Spaß. Du spielst das Spiel ja, weil du Spaß haben möchtest, weil du irgendwie, du willst halt was machen, du willst was daddeln. Und wenn du diesen Call machst, da hat einer an, entziehst du dir selbst die ganze Lust. Und wie gesagt, was ist, wenn der andere gar nicht an hat? Du kannst das ja so gut wie nie mit aller Sicherheit sagen, dass er anhat. Ich weiß, das ist dieser eine Punkt, den ich vorhin erwähnt habe. Du kannst nicht mit Sicherheit sagen, dass sie nicht anhaben. Du kannst nicht mit Sicherheit sagen, dass sie anhaben. Aber welcher Punkt ist besser? Welcher Punkt ist für dich und dein Team besser? Und schon komme ich zu meiner Conclusion. Ich kann nur jedem empfehlen, dieses Verhalten, da hat einer an, abzulegen. Wenn es nicht gerade offensichtlich ist. Und offensichtlich heißt in dem Fall wirklich, dass irgendwas passiert, was gar nicht geht. Früher gab es Speedhacks, wo die Leute sich wirklich schnell fortbewegt haben. Das ist zwar schon ewig her. Da war dir natürlich klar, okay, der hat an. So schnell kann man nicht laufen in dem Spiel. Aber wenn es wie in 99,99% der Fälle einfach nur irgendwelche Plays sind und du noch nicht mal die Demo anguckst, um genau zu sehen, wo stand der überhaupt, wie hat er das gemacht, sondern du bist einfach nur am receivenden Teil, also der Teil, der halt den Headshot frisst oder der in der Situation auf einer Seite steht und gar nicht richtig rafft, was der andere macht, gerade dann noch mit Tickrate und Animation und hin und her, wie kann ich dann einfach mit Sicherheit sagen, da hat einer an? Hier folgen jetzt zum Beispiel, ich glaube, 6 Clips von meinen Streams, in denen ich halt ein paar schicke Shots gemacht habe. Und aus meiner Sicht sieht man, dass es Luck plus Intuition plus Skill ist. Aber die Gegner receiven ja einfach, die kriegen einfach nur den Shot in die Fresse, durch einen Smoke, durch eine Wand oder sonst wie. Oder schauen auf ein Killfeed und sehen auf einmal, wie ihre Leute alle fallen von derselben Person. Und bei manchen regt das eben dann direkt die Fantasie an. Und das heißt dann ganz schnell, warte mal, ich hab den an. Ach, und passend dazu habe ich sogar noch was für euch von Sanse. Mal eine ganz kurze Frage. Ich habe dich früher immer sehr gerne auf YouTube geschaut und da hast du so Videos gemacht, wo du gehackt hast in CS. Wurdest du da eigentlich gebannt? Was ich wollte? Ich habe gehackt. Ah, jetzt kommt's raus. Ich meine, ich hab früher, und weh, ihr klebt das ohne Zusammenhang, ich habe früher auch sehr viel gehackt. Was heißt gehackt? Gecheatet. Ne? Oh, Gottes Willen, Alter. Ich habe ihn so verschissen gerochen. Ja, ja. Oh mein Gott! Hack aktiviert! Alles gecheatet! Es ist alles gecheatet! Cheatest du wieder, Alter? Ja klar, weißt du, im Intern mache ich immer an. Ui, das ist mein Cheat. Ich habe einen Gegnerradar. Immer wenn ich was schmeißen will, easy durch die Wand, frech von mir. Durch die Smoke, meine ich. Noch ein! Oh shit! Oh mein Gott, ich habe ihn geheadshot und nicht mitgebannt. Say bye-bye to your account. B, diverse Aktivitäten. Newplayer 3, der echte, willkommen im Livestream. Ja, Mann! Woo! Mann,
Mann. Monster! Ah, stopp! Ah, warte! Der trifft ja gar nichts! Der hat gar nicht getroffen! Der hat gar nicht getroffen! Ich hab ihn bemordet gekillt! Es geht sicherlich gegen die Philosophie von vielen, aber ich kann nur jedem empfehlen, erstmal immer davon auszugehen, dass die Leute nicht anhaben, sondern dass ihr halt einfach Pech gehabt habt, beziehungsweise dass die anderen halt besser sind. Weil nur dann behält man seinen Kampfgeist und spielt weiter. So wie wir eben am Freitag zum Beispiel auf einmal richtig, richtig das Comeback hatten. Weil wir halt ein paar Mal gesagt haben, aufkommen, einfach treffen. Wir dürfen nicht verkacken. Wenn wir sie treffen und killen, ist es gut. Wenn sie das bei uns machen, ist es schlecht. Also Gas geben, nicht aufgeben von denen, ja, die haben eh an, sondern drücken. Und auf einmal siehst du, wie wir wirklich alle abgegangen sind. Weil die Flamme wieder reignited war. Gottes Willen, ich kann einfach kein Deutsch mehr, es ist schlimm, sorry. Weil die Flamme halt wieder angezündet wurde und richtig gebrannt hat. Ich will hier auf keinen Fall wie so ein Verblendeter wirken. Ist denn nirgendwo Cheater? Das gibt's alles gar nicht, das will ich nicht sagen. Ich finde, wir sollten aber alle erkennen, dass es auf jeden Fall Spiele gibt, in denen man einen Cheater callt und da ist gar keiner. Und man verkackt sich die Stimmung für das Spiel einfach grundlos. Das geht dann so weit, dass Leute sagen, das Spiel sei unspielbar. Und ich habe direkt auf der anderen Seite unsere Streams, dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr, daddeln wir rein und ich gucke mich um und frage mich, was für Cheater, wo? Wo sind die? Mal gewinnen wir, mal verlieren wir, aber es ist einfach, es fühlt sich gut an, also für mich fühlt es sich gut an. Es sollte sich einfach jeder überlegen, was ihm wichtig ist. Und wenn mir natürlich wichtig ist, irgendwie Stunk zu verbreiten, schlechte Laune zu verbreiten und keine Ahnung, meinen Mates irgendwie das Spiel schwerer zu machen, dann kann ich ja bei der Sache bleiben und ständig Cheater callen. Ich denke, es ist aber viel besser für die eigene Mentalität und die des Teams, wenn man sich da so ein bisschen zurücknimmt. Natürlich ist es am Anfang schwer, gerade wenn man viel Cheater gecallt hat. Ich war früher, ich habe es ja vorhin kurz anklingen lassen, so ein typischer Lacker-Caller, aber also schon schlimm. Fast jedes Mal, wenn ich gekillt wurde von einem, habe ich gesagt, er hat nur Glück gehabt. Der hat einfach nur Glück gehabt. Kein Skill, der hat einfach nur Timing gehabt. Ich habe Pech gehabt. Das war zu gewissen Zeiten, also manche aus den Streams erinnern sich da vielleicht noch dran, das war vor einigen Jahren wirklich wild bei mir. Und damit gebe ich ja auch das Spiel ein bisschen weg, weil ich sage, ich habe ja eh Pech. Ne, ich brauche es gar nicht zu probieren. Die anderen haben so viel Glück, dass ich nicht gegen sie spielen kann. Ich habe unglaublich oft gesagt, die Gegner sind extrem schlecht, aber haben halt einfach Glück, deswegen gewinnen sie. Natürlich gibt es Glück und Pech auch in Counter-Strike, ja. So wie es auch Cheater gibt in Counter-Strike, ja. Aber die gesündere Herangehensweise ist eben, einfach den Fehler natürlich erstmal bei sich oder bei der Ausführung des eigenen Teams zu suchen und zu sagen, ey Leute, vielleicht haben wir auch einfach nur verloren, weil wir rückwärts mit dem Messer auf die Feinde zugelaufen sind. Und dann eben schauen, dass man das halt auch verbessert. Ne? Gucken, vielleicht stehen wir nicht gescheit bei CT. Vielleicht fühlt sich jemand nicht wohl an der Position, wo er steht. Sollen wir vielleicht mal wechseln oder so irgendwie. Und in Richtung des Gewinns weiter streben. Und nicht sagen, ah, die haben sowieso so viel Glück und so viele Cheater und was weiß ich. Ja, das war mein kleiner Rant, obwohl, nee, nicht Rant. Podcast oder sowas wie Talk oder wie man es bezeichnen möchte, über diese ganze Geschichte. Ich hoffe, ich habe jetzt hier niemanden großartig angegriffen. Ich will nur aufzeigen, darstellen, dass diese Cheater-Problematik nicht nur im Spiel stattfindet, sondern zu einem, ich sage sogar, größeren Teil in unseren Köpfen. Und dass da das Hauptproblem liegt. Also siehe die beiden Kommentare, ah ja, guck mal da, heute Morgen war es richtig geil, man merkt, die Cheater wurden gebannt und der andere, es ist unspielbar. Das sind zwei Meinungen, die eigentlich gar nicht zusammengehen. Ne? Unspielbar und das ist, oh geil, guck mal, da ist ja nichts. Ich weiß, wie gesagt, dass das Letztere viel, viel seltener ist, aber ich bin auch einer von diesen Vertretern. Ich habe in den letzten, alleine bei Go, in den letzten 10 oder 11, wie alt ist Go? 10 oder 11 Jahre, hatte ich, keine Ahnung, vielleicht 10 Cheater, wenn es hochkommt, in 11 Jahren. Jetzt rechnet mal hoch, wie viel das pro Spiel sind. Weil manche sagen, ja, man hat in jedem zweiten Spiel 90 Cheater, mindestens. Smooth Sailing war das für mich. Und selbst wenn, und Achtung, das ist vielleicht jetzt etwas kontrovers, aber selbst wenn ein Cheater da dabei gewesen wäre in meinen 11 Jahren, den ich nicht mitbekommen habe, selbst wenn. Wie schlimm ist es dann für mich, wenn ich den gar nicht mitkriege? Also, als kurzes Beispiel, ich gehe in ein Spiel rein, habe einen riesen Gaudi mit meinen Mates, wir gewinnen damals bei Go 16-9 oder was und gehen weiter ins nächste Spiel. Wie schlimm ist es für mich, wenn in diesem 16-9 bei den Gegnern ein Cheater da drin war? Wisst ihr, was ich meine? Ich habe es gar nicht gemerkt, es hat mir nichts ausgemacht, er ist nicht in meinem Kopf und wir haben sogar gewonnen. Selbst bei einem Lose, wenn das Spiel gut läuft und was weiß ich, jetzt aktuell bei CS2 meinetwegen 13-11, schade, knapp gespielt, aber halt verloren.
weiter geht's ins nächste Spiel. Und ein Jahr später kommt raus, dass in diesem Spiel der eine einen Radar-Hack hatte. In welcher Form tangiert mich das dann? Ich will hier auf keinen Fall sagen, Cheater können ruhig rumcheaten, solange man sie nicht bemerkt. Das will ich nicht sagen. Sondern ich will auf diese mentale Geschichte zurückkommen. Wie schlimm ist das dann für mich? Also eigentlich gar nicht. Theoretisch gar nicht. Ich habe einfach vor mich hingespielt, ich habe Spaß gehabt beim Spiel und ich habe mit meinen Mates eine gute Zeit gehabt. Diese zwei Punkte müssen bei einem Spiel erfüllt werden, dann ist es ein gutes. Das soll vielleicht auch nochmal so ein kleiner Anstoß für die sein, die sagen, ja, du kannst ja nicht wissen, ob die alle clean sind, gegen die du spielst. Ja klar kann ich es nicht wissen. Aber ist es für mich wichtig? Also ist es in dem Fall für mich wichtig, das 100% wissen zu müssen? Ich müsste ja dann zu jedem nach Hause fahren und gucken, ob die was haben, also ob die anhaben oder nicht, um ganz sicher zu gehen. So viel dazu. Ich hoffe, ein paar machen sich vielleicht so ein paar Gedankenanstöße, hoffe ich doch verteilt haben zu können. Ich will das Thema nicht klein schwätzen, von wegen, es sind keine da. Ich will einfach nur sagen, wie man damit umgeht, sollte möglicherweise bei manchen etwas überlegter sein. Wir sehen uns. Danke für alles. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Bühne.